Wir machen uns stark für die Transformation des Bildungssystems. Ich bin Margit Rasfeld, ehemalige Schulleiterin und Gründerin von Schule im Aufbruch. Und ich bin Jamila, ehemalige Schülerin von Margit und auch Mitbildungsaktivistin, Veränderung, Inspiration. Das ist das, was wir wollen und tun. Schule im Aufbruch steht fürs Aufbrechen, und zwar fürs Aufbrechen des Systems, für den System Change, für den Paradigmenwechsel, der ja auch von der UNESCO gefordert wird, und dass wir Bildung völlig neu denken im Blick auf Zukunftsfähigkeit und in welcher Welt wir leben wollen und was wir dafür für Haltung und Kompetenzen brauchen. Lerndörfer. Fände ich toll. Also tatsächlich diesen Satz, it takes a village to raise a child, umsetzen, kreativ gestalten mit 21st Century Skills, mit allem, was wir haben zur Verfügung an Menschen, an Material, alles, was wir schon geschaffen haben, da reinbringen und weiterentwickeln. Würde ich auch sagen. Das Leben stellt die Fragen. Lernen kannst du überall. Überall gibt es spannende Menschen. Also dieses Starre, die Benotung auflösen, Unterstützung, Coaches und dann deine eigenen Visionen finden, das, wofür du dich interessierst und darin gestützt werden. Und dazu brauchst du Bildungsdörfer, Lernlandschaften, sowas gibt es alles schon als Ausdrücke auch im System. Aber die Wege dahin, die müssen wir jetzt ebnen, Beispiele zeigen, Bilder schaffen. Denn zufrieden ist ja keiner mit dem System. Und vor allem jeden bestärken in dem, was er selber für richtig hält, was er tun möchte in dieser Welt und den unterstützen, ob es finanziell ist, ob es mit Wissen ist und sich zu vernetzen und anfangen wirklich zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten. Ich würde mal so sagen, follow your truth und überlege dir, was möchtest du in die Welt bringen und was möchtest du für dich mitnehmen. Und das umsetzen und ins Tun kommen. Ich glaube, das ist etwas, klar, wir sagen immer, wir haben ein Handelsdefizit, und aber auch die Hoffnung zu haben und das Wissen und dieses Vertrauen darin, dass es funktioniert und dann ins Handeln kommen und das gemeinsam in der Kollaboration, Co-Creation. Ja, und was das Bildungssystem anbelangt, weg mit den Noten, weg mit der Selektion, hin zum Öffnen und zum Vertrauen in Kinder und Jugendliche und lass uns von denen lernen und mit ihnen zusammen das Neue lernen. Also wir brauchen da jetzt verrückte Ideen, weil mit diesem Klein-Klein, da kriegst du ja keinen mehr unterm Hocker hervorgeholt. Die Idee finde ich grandios. Schon als du die beim Entrepreneurship Summit davor getragen hast, dachte ich, boah, wow, diese direkt jungen Menschen hier, die haben solche geilen Ideen. Und ja, das ist ja zurück an die Basis. Ja, das ist ja Demokratieförderung pur. Und wir alle gemeinsam denken jetzt nach und setzen uns ein und bringen jetzt Politiker vielleicht auch mal auf neue Ideen. Die sitzen ja auch in ihrer Blase. Also als ich das erste Mal von Olympia gehört habe, dachte ich, Olympia, wie geil. Was für eine tolle Idee. Ich habe von jemand anderem eine ähnliche Idee schon mal gehört und dachte, der spinnt total, ist das cool. Und genau das habe ich auch wieder gedacht. Und jetzt wird es aber möglich, jetzt wird es konkret, jetzt passiert es. Und ja, die Frage ist, wie können wir das unterstützen? Was können wir tun, damit das eine enorme Wirkung hat? Und das wird es haben. Tu es einfach. Mach's. Machen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur die Welt verändern. Genau, wir brauchen dich.